Mit Presseerzeugnissen kann Wabi Profi 3 auch umgehen. Presseerzeugnisse sind Zeitschriften, die Sie überall erwerben können. Ich habe jetzt mal ein praktisches Beispiel vorbereitet. Ich habe hier eine Entwicklerzeitschrift, die nennt sich .NET Pro und ich scanne jetzt einfach mal drüber. So, was ist jetzt passiert? Wabi Profi 3 hat den Artikel sofort übernommen, sagt, es ist ein Presseartikel mit irgendeiner Nummer zu einem Preis, hier 14,90, mit einem Mehrwertsteuersatz. So, jetzt könnte ich sagen, ist ja klar, weil die Informationen kommen ja aus dem Artikelstamm. Dem ist nicht so. Ich gehe jetzt mal in den Artikelstamm, sage mal suchen. Ich sage, such mal nach dieser EAN-Nummer. So. Er sucht jetzt und findet diese EAN-Nummer nicht. Auch findet er Presseerzeugnisse nicht. Suchen wir mal nach Presse. So, Presse haben wir auch nicht drin. Oder diese Nummer, was war das, 170 noch irgendwas, hat er auch nicht. Also, somit ist bewiesen, dass es diesen Artikel in unseren Artikelstamm nicht gibt. Es gibt auch keine separate Pressedatei, denn Wabi Profi 3 kann aufgrund der EAN-Nummer, ich habe jetzt mal sowas ähnliches wie WordPad aufgemacht, da steht jetzt diese EAN-Nummer drin, und aufgrund des Aufbaus weiß Wabi Profi 3, aha, es handelt sich um ein Presseerzeugnis. Das ist cool, also das heißt, Sie können sofort irgendeine TV-Zeitschrift verkaufen, ohne dass Sie es eingepflegt haben. Das ist richtig cool. Was müssen Sie beachten? Sie sollten unter Anwendungen, Artikel, Warengruppen, berücksichtigen, dass Sie eine Warengruppe Presseerzeugnisse benötigen. Im Regelfall legt Wabi Profi 3 diese Warengruppe für Sie schon an. Sollte sie nicht vorhanden sein, gehen Sie auf Neu, lassen die Gruppennummer frei und schreiben genauso, wie es hier steht, Presseerzeugnisse rein und hinterlegen den Standard-Mehrwertsteuersatz. Wabi Profi 3 kann an dieser Stelle, sei bemerkt, selbst bestimmen, wie der Mehrwertsteuersatz des Presseartikels, der gerade eingesendet wird, ist. Das heißt, sollte es 19 sein, steht hier 19 drin, auch wenn in der Warengruppe 7 drin steht. Also das kann Wabi Profi 3 aufgrund des EAN-Codes alles auseinanderfiltern. Okay. Was wichtig ist, Sie sollten unter Umständen Warengruppe nicht rabattfähig, das heißt, Sie gehen auf Ändern und setzen hier das Häkchen, Warengruppe nicht rabattfähig. Das bedeutet, meistens sind der Presseerzeugnis preisgebunden. Und diese Preisbindung sagt einfach, hey, Sonderpreise hier nicht möglich oder nicht erlaubt, wie auch immer. Wenn es bei Ihnen der Fall ist, dann sollten Sie dieses Häkchen setzen und sagen einfach, die TV-Zeitschrift kostet halt 1 €, zack. Und da geht nichts, auch wenn du 10 nimmst, lieber Kunde. Ja, und wenn es bei Ihnen so ist, Häkchen setzen und dann ist gut und wird auch dann hier gekennzeichnet, weil wir jetzt diesen grünen Punkt haben. Machen wir das Gegenbeispiel noch schnell und dann kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos, dass wir sagen, unsere Warengruppe ist rabattfähig und ich sage speichern, ja. Und ich scanne den Artikel jetzt erneut ein. So, dann haben wir jetzt einen Presseartikel ohne den roten Punkt, das bedeutet, er kann rabattiert werden. Rabatt, ich sage 20% auf alle Artikel übernehmen. Und jetzt würde der Presseartikel rabattiert werden. Also da bitte aufpassen. Ja, das war's schon mit den Presseerzeugnissen.